Was lange gärt, wird endlich Wut. Nee, warte mal, da ging irgendwie anders, ne? Was lange währt, wird endlich gut. Hey, Kalimoto kann endlich offline auch auf iOS. Ja, und wenn euch das auch interessiert, dann bleibt dran. Ja, hallo zusammen und willkommen zu einer neuen Folge. Und wie gesagt, die große Neuigkeit, die iOS-Version von Kalimoto kann jetzt endlich auch offline fähig. Ich muss jetzt zugeben, für mich kam es nicht ganz so überraschend, weil ich in den letzten paar Wochen schon beim Beta-Test mitgemacht habe von der Version. Und halt die ganze Zeit sozusagen nichts verraten sollte, durfte, wie auch immer. Auf jeden Fall, jetzt ist die Version endlich draußen. Jetzt können wir dann gleich mal einen Blick drauf werfen. Und so ganz beiläufig wird das natürlich auch meine Folge, was hat sich getan bei Kalimoto, was ich eigentlich ja immer gern im Frühjahr dann mache, beziehungsweise während es noch nicht so richtig losgeht. Dieses Mal habe ich es mir halt aufgehoben, bis jetzt endlich die Version soweit ist. Das heißt, so ein paar Kleinigkeiten können wir uns dann auch nachher noch angucken, was sich sonst noch getan hat. Aber das dicke, große neue Feature ist hier auf jeden Fall das Offline-Fähige. Ja, und dazu suche ich mir jetzt gleich mal ein Plätzchen, wo wir halt auch mal in Ruhe dann aufs Handy gucken können. So, und da sind wir auch schon. Ich hoffe mal, dass der Wind, der jetzt hier von der Seite ein bisschen bläst, da nicht allzu viel ausmacht. Und ich will auch gleich hier, bevor mein Handy wieder ausgeht, mal direkt anfangen mit dem Starten, weil da geht's ja gleich schon, Kalimoto ist im Offline-Modus. Ja, es ist eigentlich relativ unspektakulär von der Umsetzung her, wie soll ich sagen, vom Menü. Wir finden also jetzt da hier unter den Einstellungen Karten offline verwenden, und das ist halt wichtig, nicht nur die Karten. Und wenn ich das richtig mitgekriegt habe, war das ja auch so bei der Android-Version die ganze Zeit, dass eigentlich nur die Karten offline fähig waren, aber für Routing und so weiter braucht man immer noch Internetverbindung. Das hat sich dort, glaube ich, auch schon vor einer geraumen Zeit geändert jetzt da. Hier bei iOS ist es also gleich wirklich der Fall, dass komplett sowohl Navigation als auch Kartenanzeige jetzt offline funktionieren. Der Punkt drunter, da können wir jetzt da halt sozusagen raussuchen, was wir alles an Karten auf dem Gerät haben wollen. Da haben wir unten halt so die Auswahl von den Regionen und können dann halt einfach gucken, was wollen wir jetzt wirklich runterladen, und hier oben sehen wir halt entsprechend die Sachen, die wir schon geladen haben. Eine kleine Sache ändert sich jetzt allerdings dann doch noch bei dem Offline-Modus sozusagen, beziehungsweise vorab noch eine Info. Das Offline funktioniert quasi nicht automatisch irgendwie als Fallback, sondern ihr sagt jetzt hier drin wirklich, ihr wollt jetzt die Offline-Karten verwenden oder ihr schaltet das ab, dann benutzt ihr halt die Online-Karten, wie gehabt, sage ich mal. Und wie gesagt, das müsst ihr halt manuell auswählen. Da noch als zusätzlicher kleiner Hinweis, es gibt, oder zumindest während der Beta-Phase gab es noch einen Unterschied zwischen der Live-Kartenversion und der Offline-Kartenversion. Da war es also tatsächlich so, dass hier die Offline-Version schon aktueller war. Das wurde, glaube ich, sogar in der FAQ, in den FAQ-Videos von Kalimoto mal angesprochen. Das müsste jetzt aber in Kürze dann entsprechend wieder gleichgezogen werden, beziehungsweise vielleicht ist es das jetzt sogar schon, wo die Version live geht sozusagen. Die zweite Sache ergibt sich dann beim Suchen, und dafür schalte ich jetzt erst noch mal offline wieder aus. Wir gehen hier ganz normal auf unsere Karte, sagen Suchen. Hier ist es ja jetzt so, wir haben ein ganz normales Suchfeld, können irgendwas eingeben. Mediamarkt, sage ich jetzt einfach mal hier plump, sag Suchen, und dann kriegen wir halt quasi Ergebnisse aus dem Internet mit entsprechenden Positionen. Und das funktioniert so natürlich dann nicht mehr im Offline-Modus. Das heißt, wenn wir jetzt hier offline gehen, sagen hier wieder Karte und suchen, dann haben wir im Prinzip genau wieder die Sache, die wir früher auch bei den
oder was heißt früher, die wir bei den ganz normalen Navis haben. Das heißt, hier müssen wir Stadt oder Postleitzahl, Straße und Hausnummer eingeben und dann wird dementsprechend was rausgesucht. Natürlich funktionieren hier unten die ganzen Sachen noch bei Gotrefs, diese ganzen eingespeicherten POIs, genauso wie direkt auf der Karte irgendwo drauf zeigen und dann dort entsprechend einen Punkt hinsetzen. Das geht also nach wie vor noch. Und so habt ihr dann im Prinzip die Möglichkeit, jetzt da wirklich komplett offline zu fahren. Ich habe das also auch ausgetestet im Flugmodus, ohne jegliche Verbindung, und es funktioniert trotzdem alles. Ja, und damit ist für mich eigentlich eines der größten K.O.-Kriterien die ganze Zeit für Kalimodo bei mir auf iOS entsprechend weggefallen. Und ich bin schon wirklich gespannt, wie es jetzt so weitergeht. Und was sich sonst noch so alles getan hat, so ein paar Sachen habe ich mir jetzt noch rausgepflückt. Hauptsächlich hier in das erste war damals hier dieses Touren mit Entdecken, dass er jetzt da halt wirklich raussuchen lassen könnt, okay, Touren in der Nähe von anderen bereitgestellte Touren, die ihr hier raussuchen könnt. Ihr habt entsprechende Filter, wo, wenn die Touren von den anderen entsprechend kategorisiert worden sind, könnt ihr halt nach irgendwas bestimmten filtern. Das kam, glaube ich, zuerst in der Online-Version und dann so nach und nach auch in den zwei Apps, sowohl auf Android als auch hier auf iOS. Genauso habt ihr jetzt ein bisschen mehr Möglichkeiten bekommen, eure eigenen gefahrenen und geplanten Touren entsprechend hier zu kategorisieren, beziehungsweise hier auch dann zu filtern nach irgendwelchen Sachen. Und genauso wie ihr andere Touren von anderen Leuten finden könnt, könnt ihr natürlich auch hierher gehen und könnt dann sagen, okay, meine gefahrene Tour, die ich hier drin habe, die will ich entsprechend auch öffentlich machen, damit sie dann wiederum anderen Benutzern angezeigt werden. Was auch noch dazu gekommen ist, jetzt da relativ zum Schluss, ist dieses Kalimeter. Jetzt muss ich gerade mal gucken. Ich glaube, hier ist es drin. Hier oben sehen wir es. Das heißt, hier wird anhand von einem bestimmten Algorithmus wiederum bewertet die Strecke, die ihr euch zusammengestellt hat, und kriegt dafür eine bestimmte Punktzahl, die euch halt so irgendwie schon mal andeuten soll, wie gut diese Tour denn ist. Ist, glaube ich, auch in der FAQ-Runde noch mal ein bisschen genauer beschrieben worden. Ja, und ich denke mal, das waren so die großen Änderungen. Ach, eine Geschichte war halt noch dabei. Ist jetzt halt ein bisschen schwierig, das zu erklären. Während der Navigation habt ihr halt wirklich mehr Möglichkeiten, jetzt dann wirklich noch in der Karte irgendwelche Änderungen zu machen. Da hat sich halt auch einiges getan bei den Geschichten. Ja, eine Sache, die für mich jetzt dann noch so ein bisschen aussteht, ist der Punkt Straßenblockaden umgehen oder Straßensperren zu umgehen. Das wurde auch in einem von den FAQ-Videos angesprochen, worauf ich natürlich gleich losgestürzt bin und habe wieder meinen Vorschlag gemacht, den ich, glaube ich, jetzt schon so ziemlich jedem Navi-App-Programmierer unterbreitet habe. Mal sehen, vielleicht wird es ja jetzt bei Kalimodo was werden. Wir schauen mal. Ich denke mal, es geht auf jeden Fall auch hier bei der App noch weiter und wir können gespannt sein. Ja, und das war es dann auch schon gewesen für dieses Mal. Und mir bleibt wie immer nur zu sagen, übertreibt es nicht und genießt den Scheiß und dann hoffentlich bis zum nächsten Mal. Und tschüss.